white snow, red sky, reach up for so, so high. Blue eyes, fake cry, beware of the fox tonight. Halb sechs Uhr morgens, Martin will fahren, aber alles eingeladen. Läuft. Ja. Aber es geht sich gerade so aus. Sein Fatbike geht hinten nicht rein, meins geht hinten. Du bist in die Küche am jetzt Scheuer stellen, aber das ist in der Küche immer. Wo die Bikes so kommen, ja, ist halt so. Wir sind gut angekommen, schon ausgeladen und jetzt werden die Schuhe angezogen. Dockel, sagt er dazu. Ich bin Jesus bereit und beim Machen und Winterschuhe gut her. Ja. Wie erwartet, es ist einmal das Schlimmste vorbei bei uns. Und die Gebiete haben immer noch zu. Das heißt, wir nutzen das jetzt und machen unseren ersten Bike 3000er. Von der Stubaier Gletscher auf bis aufs Joch. Joch da hinauf. Über 3000 Meter. Und diese Lost Place Pisten dann wieder hoch. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Wir hoffen das Beste. Und haben aus der Situation eigentlich auch das Beste rausgeholt, weil unser ursprünglicher Plan mit Seealpen mit Emilia ist ja jetzt zerschmettert worden leider. Aber nichtsdestotrotz, wir packen so. Jawohl, und der Bus ist jetzt auch eingeweiht. Hat zwei Bikes und zwei Leute erstmal erfolgreich ans Ziel geführt. Jetzt müssen wir dann nachher nur noch gut wieder nach Hause kommen. Und dann auf Null kurz. Weil ich höre schon die ganze Zeit, er fuhr fort. Ja, er fuhr fort. Es ist unbelievable. Wir fahren da nebeneinander an der Straße von St. Gletscher-Gedeche. Normal fühlt man sich da wie in der Rush Hour in New York. Heute ist gar nichts, oder? Das stimmt. Crazy einfach. Also. Einen Tierfotografen. Genau. Haben wir getroffen. Und ein Auto befehlt. Ja. Ihr seht, komplette Tunnelparade. Nur für uns allein. Wetter ist auch in Ordnung. Ich bin gespannt. Wird sicher ein krasses Erlebnis. Und wir fahren heute zum ersten Mal mit Windschutz auf der GoPro. Also wenn es jetzt nichts hilft, dann weiß ich langsam auch nicht. Dann machen wir Sturmfilm, genau. Ihr seht wirklich alles leer. Hier geht es zum Stubaier Gletscher rauf. Da ist diese krasse neue Bahn. Also jetzt ist es auch nicht mehr ganz neu, aber halt alles leer. Hier ist die Eisgrad. Und da wird fotografiert. Ja, mit Fahren ist hier leider nicht so viel, aber es ist trotzdem mords eindrucksvoll. Also bis jetzt fühlt sich es einfach nur geil an, was wir hier treiben. Mega. Es wird richtig warm, aber leider keine Tanktop-Zeit, weil mit dem Schnee ist die Sonne zu heftig. Also danach bin ich bald da. Läuft, jetzt kann man auch wieder fahren. Wunderbar. Dauernder Wechsel zwischen Fahren und Schieben, aber wir kommen gut voran. Und dementsprechend läuft. Das ist echt atemberaubend in beide Richtungen. Saugeiles Panorama. Ja. Und mit den Fatbikes geht schon so einiges. Aber da seht ihr wenig Luft, die halt hinten vor. Die schwebt da nicht. Auch wenn jetzt vermutlich keine Lawinengefahr mehr ist, da wird mal ein Foto geschossen. Das wäre ganz cool, oder? Absolut. Ich bin natürlich schon längst eingeschmiert, zieh ich mal die Kappe ab. Aber jetzt. Ja, aber dann habe ich lauter Schatten im Gesicht. Jetzt schmiert sogar der Martin sich ein. Das will was heißen. Im Gletscher oder auf so hohe Geschichten mit Schnee im Frühjahr, da ist es wirklich krass. Und da unterschätzt man es, weil da ist es relativ kühl immer. Und wenn man dann so geht und leicht schwitzt und so,
dann ist es da echt gleich vorbei. Gesicht habe ich an Bord, das ist super. Da brauche ich wenig, aber die Nase. Und jetzt oben habe ich dann eine Kappe, weil da ich weniger habe. Das ist sehr am Kopf. Da bin ich jetzt durch. Und dann Handdrucken noch. Schön einschmieren. Das lasse ich jetzt gerne ausdrucken, weil es streicht aber leichter Wind drüber. Ja. Ja, sonst schmiert er sich aber wirklich fast nie ein. Nein, kaum. Und ich habe eigentlich nie irgendwelche Geschiss geschossen mit der Essen. Die geht schon langsam aus, sehr gut. Also. Ja, ja. Ein Jahr heißt in Tirol, leck mich an. Piep! Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, und wird dann wahrscheinlich von YouTube verbannt. Genau, wird verbannt für immer. Wir sollten einen zweiten Kanal aufmachen, auf so, mit, wo man sich einloggen kann. Darknet. Nein, irgendwelche Seiten so, wo man mit 18 halt einsteigen kann. Gibt es das bei YouTube? Ja, doch. Innen mit 18? Ja, langsam, aber stetig arbeiten wir uns rauf. Jetzt sind wir dann bald Höhe Gamsgarten. So, jetzt sind wir schon über dem Gamsgarten drüber. Ja. Das ist jetzt das, wo man, ich weiß gar nicht, wie es heißt, bei der Downscharte rüberfährt, wieder zum Gamsgarten eben runter. Genau, von Rotadlocher die Pisten. Genau. Die gehen wir jetzt rauf. Und haben dann eigentlich Ziel der Übung, ist es ganz aufgekommen, bis aufs Joch. Nette Aussicht oben, sieht gut ausschauen, Wetter bis jetzt passt und ja. Super. Und schaut mal die Schneedepots an, das war mir gar nicht klar, wie das über den Sommer dann so ausschaut hier. Ah, schön ruhig, ha? Da ist super. Eins. Das wäre ein Traum, oder? So schön werden wir es nicht mehr erwischen. Na, der weiß was mit dem. Wir waren schon hier bei der Downscharte quasi und jetzt wird es nicht mehr zu schlimm sein. Aber hier ist jetzt richtig warm. Da ist er unterwegs. Hübsch alleine sind wir heute. Ein paar Tourengänger haben wir schon gesehen. Einige sind auch schon ganz schön früh wieder runtergefahren. Bei uns ist jetzt Mittag an der Downscharte, 11:45. Es ist heißer als gedacht hier rauf. Und dementsprechend haben wir fast zu wenig zum Trinken dabei. Wahnsinn. Da wird schon mal Schnee. Ist zwar nicht ideal, aber ich vermute, da oben sind die Umwelteinflüsse ja relativ gering. Also hat gerade der Vogel geschwissen. Dann werden wir es auch erleben. Wow, warum brutal, ich sag's euch. Ist auf der einen Seite vom Bildschirm, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist so warm. Das ist brutal. Wir sind noch nicht ganz oben, aber ein Apfel am Tag und mit dem Arztkorb Loch. Das ist richtig. Ja. Wir sind knapp auf 2900. Bis auf 3,2 geht es halt auf. Und ist noch ein Stück. Vor allem auf den Schnee jetzt. Puh, zieht sie. Aber es wird funktionieren. Also sehr zuversichtlich. Zeitlich sind wir auch gut im Rennen. Ja. Und dann haben wir Aussicht bis Sölden. Können wir runterschauen, oder? Ja, und Italien. Und Italien, stimmt. Genau, mit der Bewölkung sehen, wie das ist. Abwarten. Irgendwas werden wir schon sehen. Heute ist ja schon echt geiles Wetter. Wahnsinn. Bald zu warm jetzt hier am Schneefeld. Ist echt immer weit, aber die letzten Meter hängen sich ordentlich ein. Das muss man jetzt auch zugeben. Ja, 3050. Und die Hechen spürt man heute. Halt. Das ist ja ganz schön früh im Jahr noch. Also ich merke es richtig beim Gehen. Einfach nicht gewohnt mehr. Und jetzt fängt der Puls von Schnee an, jetzt wird es steigen ab Leder. Aber es ist geil. Geiles Erlebnis und bleibst ruhig, es geht weiter. Wir kämpfen. Ja, eure fahren, gell, mit dem Fahrwerk da, eure fahren mit diesen Ballon raufen, das ist ja bärig, gell. Aber das ganze Fuhrwerk aufverschirmen bis ans Joch, das ist schon Wahnsinn, gell. Das verstehst du, das ist Wahnsinn. Er meint, runterfahren wäre geil mit unseren Reifen, aber rauf ist schwer. Ich habe eigentlich gesagt, mit dem Fahrzeug den Berg runterfahren macht sicher viel Spaß und ist toll, aber das Fahrzeug auf den Berg rauf zu begeben ist relativ schwer. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Echt jetzt? Eigentlich schon. Ah, bitte. Nein, keine Nein, Kraft mehr los. Für eine Schneeweißler. Oh, auf geht's hin. So, sehr geil. Und 12. Spannend, ey. 3000 für dieses Jahr. Geil, oder? Voll. Spannend, ey. So, oben sind wir. Wildspitze. 3000, 200 ja, Wildspitze. Und 12. Ist das? Ja, aber da. Wildspitze aus der Lift auf den Joch herum.
ist, was ich jetzt weiß, der höchste Lift, was ist im Skigebiet. Und somit auch unser höchster Punkt. Endlich geschafft, Bamsti. Yes. Erster 3000er. Wollte man lang schon machen. Wie gesagt, hat sich nicht ergeben. Heute haben wir es geschafft. Wow, ich bin echt gut durch. Also richtig gut durch. Mit den Radlern, mit dem Fatbike und so. Boah. Ja, und war halt einfach viel zum Schieben. Und wenn es zum Treten ging, dann halt schwer. Ja, ja. Aber jetzt sind wir rum und genießen die Aussicht. Auf jeden Fall. Sölden, die mir das Joch hinten aus bis Fenn. Ja, gehen wir mal rüber, oder? Ja. Da habt ihr eben diese Wahnsinnsaussicht. Wir sind die Dolomiten zurück, blärt er gerade, aber er kann jetzt gleich mal herzeigen, wo was ist. Zeig mal her, dein Wissen. Ja, sehen wir richtig weit. Unten Sölden drin, kommen wir da. Da, wo die Lawinenverbauungen die sind? Die Lawinenverbauung, weil die Lawinenverbauung ist. Die müssen auch ganz hinten rein. Das ist das Finchgau, siehst du da. Dann komplett außen. Hinten über die Dolomiten sind jetzt ein bisschen im Dunst. Echt satt, richtig satt. Rosengarten sieht man sogar ein bisschen Volate mal unten. So ein Schleierneuche. Ja, das ganze Skigebiet. Der hier? Ja, das ist eine gute Frage, fragt man sich nicht. Ja, und außer sehe ich mir leider nicht so viel Nordtirol. Wolk. Weil wir es halt ziemlich verwirkt haben. Sehr geil. Ein Zuckerhirtl sieht hinten auf der Schlange. Ganz hinten drin. Ah ja, stimmt. Ja, genau. Da, Zuckerhirtl. Und was ich euch auch noch vorenthalten habe, ist ein bisschen Panorama in diese Richtung. Die Küche. Ich glaube, ich kann sehen bleiben. White snow, red sky. Jetzt ist es soweit. Jetzt gibt es die wohlverdiente Brotzeit. Bei dir geht es wohl Luft aus. Los haben wir. Stimmt. Ich habe nämlich diesen Kanister genommen. Da sind giftige Gase drin. Ach Quatsch, da ist Sand drin. Was ist der Sand? Bist du schwer, dass dieser Sand zur Luft macht? Oh, ist nur dein Katzenfutter, genieße. Das ist nachhaltig, weil es ist keine Plastikverpackung. Das stimmt. Ich habe aber auch keine Plastikverpackung. Ich habe diesmal eigenes Sack. Also in deinem Kosmetiktasch drin, oder? Nein! Ja, okay, vielleicht ist es doch Plastik, aber halt wiederverwertbar. Zwischen deiner Haarkante. Kühltruhe. Kühltruhe, oder? Kühl! Ja. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, jetzt sind wir schon mehr oder weniger hergerichtet fürs Runterfahren. Zeig her die Gamaschen. Hätte ich die Rauten gebracht? Du, ja. Die Schwachsinn. Technik, okay. Ja. Die kriegst du jetzt nicht. Nein, kann ich nicht. Ich werde zurück wie ein Bühlung. Ja, wir packen sie zu. Abfahrt hat vielversprechend ausgeschaut. Relativ wenig halt gefahren. Ja, stimmt. Ja. So wenig bin ich selten gefahren. Also wir mussten echt viel schieben und. Ja, brutal. Ja, und es sind auch wenig Leute gefahren. Die Abfahrt ist gut beieinander. Ach so. Ja, weil Schwab ist nicht verstehen gleich. Ich dachte echt, dass wir wenig gefahren sind und halt viel schieben mussten. Aber es nutzt nichts. Ey, die Schirme, die war so scheiße zum Fluss. Rutschen, drucken, ziehen, heben. Und dann kommen 10 Meter wie die Hunde, gell? Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt kommt der Rock'n'Roll an.
Paulina. Sulze! Was Scheiße! Boah, ihr Ball auf die Kuh, okay? Warte mal. Am Auto und da wird gleich mal Brotzeit gemacht. Donut. Weil lieb Donut. Donut und Muffin. Mega. Und Mohnnudeln. Eigentlich weiß was hier ist. Und Gernknödel. Gernknödel, ja. War echt cool. War eine lässige Geschichte, habt ihr gesehen. Und eine ewig lange Abfahrt von 3,2 wie hoch sind wir jetzt? 1500. Ja. Glaube ich. 17 Höhenmeter. Boah. Das hat sich so gefühlt. Ja. Ich werde jetzt nicht gleich das zweite Mal machen, weil ein paar Tage Pause brauche ich jetzt. Aber ansonsten echt cool gewesen. Ja. Alina? Die Bikes sind auch schon wieder verpackt. Ich hätte es zwar trotzdem lieber hinten drauf, aber ich habe ja auch schon den Träger, sondern nicht montiert. Und im Moment geht es innen aber auch ganz gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt M, das Fatbike. Und das L von Martin haben wir nicht reingekriegt, genau ums Arschlecken nicht.
Da müsste man halt dann wahrscheinlich den Lenker abdrehen oder so. Aber das ist auch immer nervig. Gerade kein aufs Auto hast du nicht hin, jetzt so drin da mal essen. Nein, das sind nicht gerade in den Stuben, ich nicht daheim, ich weiß. Nein. Wer würde am liebsten im Wohnzimmer sein Motorrad stehen haben? Ja und? Das ist ja nicht dreckig, weil das Zeug, das fahre ich nur zweimal im Jahr. Schau mal aus, das ist ja brutal. Du kannst da bitte beim Sitzen, was du jetzt direkt drin hast. Ja, ja. Ja, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und einen Donut nach oben. Einen Donut nach oben. Dann wird es hoffentlich bald wieder richtig weitergehen mit ganz vielen neuen Touren. Und das jetzt nicht nur langsam anlaufen, sondern dann ganz ordentlich anlaufen können. Oder? Genau. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, pfiat euch. Tschüss. Ciao.